Gegner waren. Ja! Das wird ganz gut hier. Halt die Luft an. Als nächstes müsste ich das Impulsgewehr wahrscheinlich verbessern. Denn es wirkt nicht gerade so, als wenn ich damit so gut umgehen könnte. Es streut ziemlich. Sind ja 4 Markierungen für den jeweiligen, für die Schüsse. Was? Ich hab was gehört, aber nichts gesehen. Ah, komm her! Was war das? Dort hinten. Ja! In so einem offenen Feld ist es nicht schwer, die Gegner passend einzuschätzen. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist, dass wir immer wieder... Ja, komm, wo bist du? Hier aufs freie Feld mit dir. Ja, fetz dein Freund weg. Ausdrücklich, ne? Genau. Meine Güte, wie viele hier von denen gerade rumschwirren, ist ja schlimm. Und wir haben wieder viel zu viel Strahlenmunition. Das würde ich mal sagen, benutzen wir das Schmurke-Ding einfach mal. So, ihr könnt auch gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr Gregor findet. Oh, was ist das denn? Ja. Da müssen wir lang und... Halt die Backe! Na? Was ist mit dem denn los? Ah, das war eine Nebenaufgabe. Wunderbar. Ich hab mir das auferlegt, nur was war das? Dampfen, nur weil ich eine Nebenaufgabe erfüllt habe. Und dann sagt das Spiel zu mir, nein, ich will nicht, dass du das tust. Du sollst dafür bestraft werden. Und du hast vergessen, in dem Shop vorhin deine Munition zu verkaufen. So, jetzt will ich aber mich mal in Ruhe mit dem beschäftigen. Ich meine, was war das denn? War das ein Mensch? Es war einer dieser Größeren, die wahrscheinlich die Luft verpesten. Weil anfangs, als man hier reingeschaut hat, hat man ja auch gesehen, dass die Luft nicht unbedingt freundlich aussieht. Naja, sei es drum. Wir gehen mal weiter. Ah, ich muss gleich wahrscheinlich irgendwie wieder schneiden. Und dann wieder richtig auf die Uhr schauen. Damit ich es alles besser abschätzen kann. Und es ist wieder eine neue Datei angefangen. Und ich habe in den letzten Parts zu viel Schaden mitgenommen. Ja. Oh ja. Hier ist bestimmt noch einer. Aha. Dort fehlt uns dann ebenfalls die Luft zum Atmen. Ist da eine weitere Nebenaufgabe für uns drin? Wir werden nachschauen. Es sieht jedenfalls so aus. Es hört sich danach an. So, was ist das jetzt für einer? Machst du auch was? Komm schon! Das sind wahrscheinlich so kontaminierte, vergrößerte Lungen, um andere Personen wie mich am Atmen zu hindern. Sergeant, exekutieren Sie ihn. Und direkt wird die Luft wieder besser. Und überall. Also, das ist sonderbar. Ja, was ist los hier? Komm, ich hab's gehört. Was ist los mit dir, hä? Komm da raus. Oder komm hier rein. Passenderweise müsste ich eigentlich rauskommen, ne?
Wow! Ey! Ja, da guckst du doch, wa? Damit habe ich nicht gerechnet, dass einer direkt da rauskommt. Ich werde demnächst mir noch überlegen, ob ich allein bei Gregor bleiben werde, aber Gregor wird nicht der Letzte sein, der meinen kranken Hirn entspringen wird. Komm schon, ich höre dich, du bist größer als die anderen. Ja, du bist ein riesiger Gegner. Hör mal, was hast du für eine Lunge, Kleiner, dass du so riesige Geräusche von dir gibst? Das ist ja grässlich. Ich würde mal schauen, was mit deinen Stimmbändern nicht so gut funktioniert. Ja. Und wie ich merke, habe ich gerade auch eine SMS bekommen. Lass mich gerade mal schauen. Oh, ich wurde in einen Chat eingeladen. Ja, darauf werde ich gleich antworten, wenn ich das die Nährstoffzufuhr eingeleitet habe. Ja, das ist schön, das muss so sein. Ja, und? Achso, das ist jetzt hier drin, oder was? Nee, was? Ich habe nicht aufgepasst, mach das nochmal. Do it again, I wasn't looking. Ja. Nährstoffhass wird ersetzt. Jetzt nochmal. Oh, das macht Spaß. Gut zu wissen. Das müssen wir nachher bestimmt nochmal machen. Hier waren wir schon, brisanterweise. Es strengt ziemlich an, als Gregor zu reden, also normalerweise habe ich nämlich nicht so eine raue, rauchige... Na, rauchig ist die Stimme vielleicht nicht unbedingt, aber... Achso, ist ja nach oben. Ja, okay. Damit... Ah, wir sind auf Ebene 1. Dann gehen wir mal nach oben. Schauen uns um. Achtung, bei der Atmosphärenauswertung wurden Giftgase registriert. Ja, kein Problem. Der Gregor ist schon auf dem Weg hier, ne? Ich bin ein gelassener Techniker. Ja, lass uns anstößige Witze machen, damit wir auch sehr gelassen sind. Giftgase, ja, also ABC-Waffen sind ja verboten hier, also diese Nekromorphen oder wie die sich, wie die bezeichnet werden, also die lassen ziemlich was einfahren. Was ist denn hier passiert? Ja, und hier ist wieder so ein Asthmatiker. Komm. Isaac, mach uns wieder ganz. Yeah, spin it! Ja, ein kleines Medipack. Das hat mich etwas überrascht, dass die plötzlich von hinten kam. Ebenso, dass meine Ex-Frau, die dessen Name nicht vergessen habe, plötzlich aufgetaucht ist, obwohl hier überhaupt keine Monitore sind. Sehr sonderbar. Aber jetzt muss ich hier erstmal Strahlmunition weglegen, damit Fraps natürlich eine neue Datei starten kann. Ich mich selbst mit dem kleinen Medipack heilen kann und somit wieder die Strahlmunition voller Euphorie aufnehmen kann. So, wir haben hier einen Schrank. Ach, herrje. Mutti, Gregor will schlafen. Ach, herrje. Das hat keiner gehört, oder? Ja, ich bin harter Kerl. Ich bin Gregor, ja. Warum sollte ich hier rein, ne? Ich muss da jetzt wieder zurück, ja, was soll denn das Scheiße? Ach so, ich sollte wahrscheinlich direkt in die dritte Ebene hoch, ne? Ja, oder? Ich soll dahin. Ja, okay, dann gehen wir dahin. Los. Was ist das denn? Das ist Kühlkammer West. Zutritt nur für autorisiertes Personal. Ach so, das heißt, wir sind jetzt schon gelassen genug. Jetzt müssen wir autorisiert sein. Ah, also irgendwie ist diese Waffe für so
kleine Gebiete eigentlich viel zu schadvoll. Ah, und ein Speicherpunkt. Ich werde mal schauen. Wir speichern jetzt ein weiteres Mal. Schauen auf die Uhr. Angefangen hat jetzt diese Aufnahmesession um 15:15. Ja, wir haben jetzt 20 nach und das passt so in etwa. Ich werde schauen, wie ich das zusammenschneiden werde. Auf jeden Fall geht's gleich ab in die Kühlkammer mit Gregor, der sich jetzt erstmal etwas Tee einverleiben wird. Aha. Gut, ich wusste nicht, dass das mit der Feststelltaste ebenfalls geht. Was ist? Ah. Moment. Okay. Ich fühle mich gerade sichtlich verwirrt, liebe Leute. Egal. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Dead Space Blind. Wünscht euch euer Gregor.